Moin moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, weiter geht's hier beim Ernten Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 Playlist Folge, ich weiß es gar nicht genau, Folge viel. Wir haben hier gut drei Drescher im Einsatz, ein Abfallhelfer, der sich jetzt ein bisschen darum auch kümmert, dass das Ganze hier vorangeht. Wir werden uns weiter sehen, dass solange wir noch nicht einmal rundherum sind, dass wir den Class-Drescher leer behalten, weil sonst fährt der Cosplay-Helfer da gleich als nächstes hin. Und das wird uns nicht so gut bekommen. Dann verschwindet er nämlich wieder irgendwo, wo er nicht hin soll. Also Class-Drescher gleich, sobald er gewendet hat. Können wir hier nebenher auf der Straße fahren. So, John Deere Drescher, du musst warten. Kriegst du nicht hin, ne? Bist ein Stück zu weit gefahren. Aber jetzt meint er einfach zu übernehmen, aber ist in Ordnung. Wenn es dann sein muss. Dann müssen wir aber hier weg. Kann man ja schnell mal leer machen, ne? Die Zeit bleibt uns jetzt gerade, weil sonst ist hier sowieso gerade viel zu viel los auf Ecke. Wo will er hin? Er kann eigentlich den John Deere übernehmen. So, gibt uns mal kurz wieder die Chance, wir müssen mal dringend wieder nach oben, da hinten stehen sie, das kleine vernachlässigte Feld hier oben. Auch hier habe ich überlegt, ob wir einen Crossplay-Helfer vielleicht einstellen, der uns ein bisschen die Arbeit abnehmen kann. Nicht eindrehen bitte. So schwer bist du doch auch noch nicht. Ja, nehmen wir den zweiten. Den dritten ist noch gar nichts, ne? Ne, der ist noch leer. Ja, das dauert mit dem natürlich wieder. Ein bisschen. So, letzter Sprung jetzt und fertig. Können wir da noch ein bisschen parallel nebenher fahren. Aber auch ruhig im zweiten Anhänger. Stopp. Okay, der eine möchte tatsächlich baden gehen. Ich hätte gedacht, dass das nicht passiert, nachdem wir schon einmal rundherum sind mit allen drei Dreschern. Wir müssen gleich hin, weil der leer ist. Und zwar jetzt. Der ist es nicht. Der muss es sein. Abfahrer entlassen. Klappt doch immer wieder mit dem Trick. Sehr schön hier gerade mit den drei Dreschern immerhin. Wir haben den befreit bekommen. Können jetzt Abfahrer einstellen sagen. Und er fährt dann hoffentlich direkt zum Getreideverkauf und kommt leer wieder. Genau, zu dem müssen wir wieder. Das kann nicht lange dauern, denn ist der erste hier wieder. Ja genau, der New Holland in der Mitte. Also noch ein paar schöne Erntebilder hier, ne? Mit den drei Dreschern. Gefällt mir gut. Wenn wir jetzt noch die anderen beiden hier hätten, schön wär's. Aber dafür ist das Feld dann auch irgendwie schon wieder fast zu klein.
So, machen wir nach der Reihe. Hat er viel? Nö, der hat fast gar nichts. Aber da er so schnell leer ist, bietet sich das ja gerade an, ne? So, dann geht es hier weiter mit Geschwindigkeit. Warte, wir nehmen den zweiten Anhänger. Der erste ist schon ganz schön voll. So ist gut. Und so schaffen wir das Ganze doch auch mal ein bisschen am Laufen, am Halten jetzt hier mit einem Cosplay-Helfer. Sind ja doch ein paar Hektar Weizen hier. Wir haben die 4 Millionen schon wieder geknackt, muss man jetzt mal sagen. Den Drescher, den wir uns gekauft haben vor 2 Folgen, haben wir schon wieder drin. Ich weiß, du brauchst immer eine ganze Weile, aber jetzt muss auch mal gut sein, wir müssen zum ersten Drescher hin. Passt nämlich gerade so. Da kommt der andere gerade wieder. Der kann dann gleich zum Klaas fahren oder so. Gerade ein bisschen blöd hin und her. Ich wollte jetzt eigentlich auch noch mal ein Stück vorfahren, damit der zweite Anhänger genommen wird. So. Willst du den jetzt unbedingt? Ja, dann tut er keinen Zwang an. Viel hat er nicht mehr. Wir sind aber auch schon echt bös träge geworden hier. Zieht nicht mehr so richtig. Na, dann kriegen wir den hier auch fast voll jetzt. Aber sehr schön, fast ohne Stillstand. Drei Drescher hier am Laufen. Die anderen beiden, naja, die werden wahrscheinlich schon wieder stehen. Kümmern wir uns gleich drum. Ganz voll kriegen wir den noch nicht. Ich glaube, du wolltest den auch gerade übernehmen, ne? Aber ich will erstmal voll machen. Das ist wichtiger. Fahr uns nicht hinten rein. So weit kommt das noch. 93%, 94%. Jetzt sind wir rausgefahren. Und jetzt wird der andere auch leider im Weg stehen bleiben. Macht ihn aber noch leer. Das ist doch immerhin etwas. Ja, wir fahren jetzt hier mit unserer Ladung 94%. Die fahren wir nochmal leer. Lassen den Cosplay-Helfer ein bisschen Arbeit machen. Und wenn wir so weitermachen, sind wir mit dem Feld hier schneller fertig als mit dem kleinen Feld oben.
So, bringen wir doch noch mal ein bisschen Weizen an den Mann. Ups, na, das war klar, zu schnell in der Kurve. Passiert mir immer wieder mit so viel Schubkraft durch die beiden Trailer hier mit 143.000 Litern Weizen. Schiebt das Ganze ein bisschen sehr. So, stopp. Oh, was ist die denn eigentlich? Eleganter Hüftsprung. Und du? Cooler Typ. Oh, schön. So, weiter geht's. Zurück zum Feld. Mal gucken, was unser Kursbeihelfer so angestellt hat. Ob sie immer noch hier vorne alle in der Ecke stehen oder ob es weitergegangen ist. Ja, wir überholen noch vor der Kurve. Die fahren. Ich bin positiv überrascht. Und wenn die fahren, haben wir Zeit, einmal hier wieder nach oben zu wechseln. Und die auch wieder zum Fahren zu bringen. Da hinten in der Ecke stehen sie aktuell. Und natürlich wieder beide. Aber dann ist das Feld auch echt nicht mehr so groß. Dann schaffen wir auch bald mal eine ganze Umrundung, ohne dass wir ausleeren müssen. Und vielleicht schaffen wir es, dass beide Felder gleichzeitig fertig sind. Dann haben wir noch ein paar Rapsfelder vor uns. Ein ganz bisschen Gerste. Aber so viele Felder sind das dann gar nicht mehr. Das werden wir recht schnell, glaube ich, hinbekommen. Und dann sind wir so weit, dass wir endlich auch mal die Map-Version tauschen können. Bis dann haben wir auch wahrscheinlich unsere ganze Silage gewinnbringend verkauft. Müssen wir auch mal gucken, wie weit der Radlader eigentlich so ist. So, leer, so gut wie. Dann geht's mit denen jetzt hier weiter. Wir sind noch ein kleines Stück zu weit weg, ne? Leer ist ja bestimmt noch nicht. Leer, schon wieder ein kleines Stück zu weit. Aber hier vorne holt er das wieder ein. Und so passt. Ausleeren. Lohnt jetzt noch nicht ganz. Dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Dann machen wir den Glas nochmal wieder leer. Dann lohnt sich vielleicht ausleeren.
Ich denke mir, wie gesagt, mit dem Cosplay-Kurs aufzuzeichnen, hat irgendwie wenig Sinn. Als Einzel-LKW mit nur einem Trailer, glaube ich, macht das Sinn, aber nicht mit drei. So, der Anhänger ist voll. Hier haben wir noch Platz. So, fertig. Wir gucken mal lieber wieder. Ne, guck mal kurz hier hin eigentlich. Wie weit bist du denn schon? Du bist zu schnell, ne? Liegen noch 500.000. Hat doch noch ein bisschen was vor. So, das. Was macht er denn? Sofort abfahren. Ja, dann fahr sofort ab, wenn du gerade irgendwelche komischen Blockadehaltung einnimmst. Schade, dann stehen sie natürlich jetzt auch hier alle. Aber schon gut was geschafft von dem Feld. Und wenn er gleich leer wiederkommt, denke ich, wird er sich zumindest wieder einschnappen. Dann geht's voran. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns eben darum. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Denn für die heutige Folge war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich über einen Kommentar, Like und so freuen. Und natürlich, wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.